Ja, ich wollte erzählen, ja, also ich muss ja erst einmal sagen, was für Argumente haben mich, also ich bin halt nun mal, nachdem ich insgesamt vielleicht 50 Jahre die Argumente von Biologen gehört habe, habe ich jetzt natürlich diese Argumente im Kopf und bin von denen bis jetzt noch von diesen Argumenten überzeugt. Und die sagen halt, ja, hoppla, der Mensch hat neben seiner Geisteskraft und der vernünftigen Steuerung und so weiter, hat er noch einen Herrscher in sich. Nämlich die Biologen sagen ja, dass in uns die DNS sitzt und die DNS, die Gene, sagen, hier du Körper, schießt du mich mal gefälligst in die Zukunft hinein. Dafür gebe ich dir eine Glücksquelle. Das ist Körperkontakt, dass dir der Spaß macht. Und dann, wenn du viel Körperkontakt hast, wirst du schon auch irgendwie es schaffen, meine Gene in die Zukunft zu schießen. In Kinder, in Enkelkinder, in Urenkelkinder hineinzuschießen, sozusagen. Und dass dieser Treiber vielleicht dazu führt, dass das passiert, was ich hier geschrieben habe. Wir haben das Problem. Ich glaube, wir hätten ganz viel Zulauf, wenn wir nicht das Problem da hätten, dass wir am Anfang einfach zu wenig Masse haben und die Marktwirtschaft eine unendlich große Masse hat. Ja? Die Marktwirtschaft hat die Masse von 83 Millionen Menschen, wo es sich alle Möglichkeiten ergeben, eventuell Wege zu finden, dass die DNS in die Zukunft geschossen wird. Aber am Anfang ist bei der freien Argumentekultur einfach die Menge und die Auswahl so klein. Und genau das Problem habe ich jetzt auch. Jetzt versuche ich zwar den Menschen näher zu kommen. Ich blende, habe gerade wieder eingeblendet, diese Homepage, Polyamorie oder bedating.bigworld. Wenn ich die jetzt anklicke, dann habe ich die neue Homepage hier. Ja, immer kostenloses Poly-Bedating. Ja, da habe ich also jetzt ganz viel gemacht und stelle auch klar, dass auch die Gemeinwohlwirtschaft, die Marktwirtschaft das Liebesleben unterdrückt, um uns alle zur Kaufsucht und Konsumsucht zu bringen und dass die Gemeinwohlwirtschaft uns alle wieder alle natürlichen Glücksquellen leben lässt. Natürlich nicht nur den Körperkontakt, sondern singen, tanzen, musizieren, Massage, Streicheleinheiten und eben auch Sex. Aber die Gesamtheit aller naturgegebenen Lustquellen, die man so bei naturnäheren Völkern in Ansätzen ja auch noch beobachten kann, was die tun, den Tag über, um Lust zu haben, ja? Und diese Dinge, sozusagen, dass die Gemeinwohlwirtschaft quasi auf jeden Fall den Druck wegnimmt, sozusagen also die Marktwirtschaft hat ein glücksverhinderndes und glückszerstörendes Element, weil der Mensch soll ja als Ersatzbefriedigung kaufen und konsumieren. Und das sind nicht bewusste Abläufe, ja. Und auf der anderen Seite haben wir die Tatsache, dass die Gemeinwohlwirtschaft unser Glück will, unsere Gesundheit und unser Glücklichsein und unser Wohlfühlen, unsere verbesserte Wohlfühlstimme ja haben will, weil eben nur noch dann irgendetwas zu verdienen sein wird. So, und jetzt mache ich hier aber jetzt quasi ein Angebot hier mit Großraum Köln, Frauen suchen Poly oder Bi-Männer, Großraum Köln, Frauen suchen Poly oder Bi-Frauen, Großraum Köln, Männer suchen Poly oder Bi-Frauen. Und wenn man das anklickt, dann kommt man eben hier hin, und kommt dann hier hin und sieht dann hier diese ganzen Forumspunkte. Da ist jetzt im Weltratforum ist quasi diese Anlage für diese Partnerbörse oder Menschensuchbörse. Und obwohl wir jetzt bei Google Werbeannoncen geschaltet haben, tut sich bis jetzt äußerst wenig. Und warum?
Weil bei uns wieder am Anfang ja viel zu wenig ist. Ja? Da sind ja nicht hunderte von Leuten von Anfang an. Ich glaube, die anderen Partnerbörsen, die haben das immer betrügerisch gemacht. Die haben immer erstmal sogenannte Fake-Profile erstellt, also wo sie vortäuschen, Masse zu haben. Und diese Masse zieht dann wieder die Masse an. Und irgendwann haben sie dann tatsächlich Masse. Und da ich aber so betrügerisch nicht arbeite, ist natürlich unsere Plattform hier, unsere Polyamores, Polybee-Dating natürlich erst einmal leer. Und da haben wir das gleiche Problem, das wir jetzt bei dem wunderbaren Samstalk haben, ist, wir haben zu wenig Personenmasse. Und damit zu wenig Attraktion sozusagen. Und deswegen sind die anderen Menschen einfach dort, wo viele sind, weil sie dort immer irgendwelche ihrer biologischen Motive und Antriebe leichter befriedigbar empfinden, als jetzt hier zu sitzen, wo keine Auswahl ist, keine Masse ist, keine Menge ist und so weiter. Und so fürchte ich, dass auch mein wunderbares, kostenloses Liebespartnerfindens und Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd-Angebot mit Unterexperiment sozusagen Gruppenehe, Gemeinwohl-Gruppenehe, Unterexperiment und so weiter, dass das alles auf keine Resonanz treten wird, weil die Leute gehen kurz drauf und sehen, aha, hier sind ja kaum Leute oder hier ist ja passt nichts los, also gehe ich wieder. Und dann interessiert auch nicht die Qualität des Ganzen, es interessiert weder die Kostenlosigkeit noch die Qualität, sondern die soll sagen, ich gehe dorthin, wo viele sind, da habe ich größere Chancen. Und schon haben wir verloren. Und vielleicht ist das eigentlich der Hauptgrund, dass unser Angebot hier toll ist, aber wir einfach noch nicht genügend Masse haben. Und dass wir immer wieder daran scheitern, dass die Marktwirtschaft einfach die stärkeren Truppen hat, die größere Masse, und wir die zu kleine Masse haben und wir deswegen die kritische Masse noch nicht erreicht haben und deswegen sich noch keine Eigendynamik entfalten kann. Ja, wie kommen wir dahin? Ne? Das ist schwierig, schwierige Frage. Und da komme ich wieder zu meinem letzten Satz für diesen Teilbeitrag, nämlich, dass ich sage, vielleicht werde ich eines Tages auf dem Sterbebett sagen, wir hatten gegen diese Masse aus 83 Millionen Menschen und ihre Sogwirkung nie eine Chance, weil wir nie die Chance hatten, eine ausreichende kritische Masse zu erreichen. Ja? So, ich gebe weiter an Öff Öff.